Du möchtest etwas bewegen, etwas Neues schaffen, weißt aber nicht, wo du anfangen sollst? Woher kommen eigentlich innovative Ideen? Und wie schaffen wir es, gemeinsam eine wünschenswerte Zukunft zu gestalten? Design Thinking hilft dir, Probleme mit Spaß und Struktur anzugehen und Lösungen zu entwickeln, die du nie für möglich gehalten hättest. Echte Innovationen eben. Design Thinking bietet dir eine einfache, strukturierte Vorgehensweise, mit der du im Team an Lösungen für aktuelle Probleme arbeitest. Egal ob in der Schule, bei der Arbeit oder im Alltag. Dabei behältst du die Bedürfnisse der Zielgruppe immer im Blick und entwickelst so etwas, das nicht nur dir gefällt, sondern einen echten Mehrwert schafft für diejenigen, die die Lösung hinterher nutzen. Design Thinking läuft in bestimmten Phasen ab, die ihr als Team selber mitgestalten könnt. Wichtig ist, der Prozess ist nicht starr, sondern mit den Erkenntnissen aus einer Phase könnt ihr jederzeit auch wieder zurückspringen und nochmal neu denken auf Basis dessen, was ihr gelernt habt. In der ersten Phase Verstehen lernt ihr euch als Team kennen und tauscht euch zu euren unterschiedlichen Perspektiven, Erfahrungen und Erwartungen in Bezug auf das Thema aus. Diversität im Team ist hier besonders wichtig, denn um große Probleme zu lösen, brauchen wir viele verschiedene Kenntnisse, Sichtweisen und Erfahrungen. Jetzt formuliert ihr eure konkrete Fragestellung. In der nächsten Phase, Beobachten, wird es spannend. Ihr taucht ein in die Welt der Zielgruppe. Ihr recherchiert, führt Interviews und beobachtet. Und das alles, um die Zielgruppe, ihre Bedürfnisse und Wünsche kennenzulernen. Löst euch von dem, was ihr schon wisst und bleibt offen für neue Erkenntnisse. Dann fasst ihr alle Informationen zusammen und arbeitet heraus, welche neuen Erkenntnisse ihr gewonnen habt. Diese strukturiert ihr. Wichtig? Setzt am Ende einen Fokus, welches konkrete Problem ihr für wen jetzt lösen möchtet. Nun nutzt ihr all die gesammelte Inspiration, um für eure Fragestellung in kurzer Zeit möglichst viele Ideen zu sammeln. Je wilder, desto besser. Am Ende wählt ihr die beste Idee aus. Was ist die eine Idee, die die Bedürfnisse eurer Zielgruppe trifft und die gleichzeitig machbar ist? Jetzt wird es konkret. In der Phase Prototyp entwickeln wird eure Idee visualisiert und zum Leben erweckt, egal ob im Lego-Modell, einem Comic oder Animationsvideo. Überlegt hier, wie ihr eurer Zielgruppe am besten die Idee näher bringen könnt. In der nächsten Phase, Testen, wird euer Prototyp auf Herz und Nieren geprüft. Ihr möchtet Feedback erhalten. Habt ihr den Nagel wirklich auf den Kopf getroffen oder müsst ihr für eure Zielgruppe nochmal Änderungen vornehmen? Entwickelt den Prototypen so lange weiter, bis er keine Wünsche mehr offen lässt. Hast du schon eine erste Idee, was du gerne verbessern würdest? Dann mach mit! Werde auch du Designdenker!